Herzlich willkommen am frühen Morgen zu meiner Session mit dem Titel TFS für Scrum-Teams und die, die es noch warten wollen. Wer von Ihnen nutzt denn heute schon Scrum? Okay, 3/4 und die restlichen sind diejenigen, die noch Scrum-Teams warten wollen. Wir wollen uns in dieser Session anschauen, wie wir mit dem TFS Scrum machen können. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wie aus meiner Erfahrung heraus moderne Softwareentwicklung aussehen soll. Ich sehe dort 3 Komponenten als wesentlich, die ineinandergreifen und zusammenspielen: Tools, Prozesse und Practices. Und wir wollen in diesem Vortrag uns heute auf das Tool-Thema fokussieren. Allerdings möchte ich auch klar sagen, dass es nicht genügt, den TFS zu installieren und einzuführen und zu erwarten, dadurch funktioniert automatisch alles besser. Der TFS kann tolle Sachen, aber er kann leider nicht alle Ihre Probleme lösen. Wenn Sie dort entsprechenden Bedarf haben, dann sollten Sie sich auf jeden Fall auch intensiver mit dem Thema Prozesse beschäftigen, also beispielsweise mit Scrum. Und die Entwickler brauchen ein Set von Practices, um diese Tools und die Prozesse dann auch korrekt einzusetzen. Also Practices wie beispielsweise Unit-Testing, TDD, Emergent Architecture, entsprechende Teamorganisationen etc. Gut, wir wollen wie gesagt nicht sehr viel über die Hintergründe und die Basics von Scrum reden. Diese Grafik, glaube ich, kennt inzwischen auch jeder, wie Scrum aufgebaut ist. Ich habe den Vortrag jetzt in verschiedene Phasen eingeteilt und habe dort eben die einzelnen Phasen aus Scrum genommen. Wir haben also einmal zu Beginn schauen wir uns an, wie können wir den TFS nutzen, während wir Backlog Refinement machen, wo wir also unsere Anforderungen entsprechend erstellen, verarbeiten, verwalten. Dann haben wir das Sprint Planning. Das bedeutet, wir planen die Arbeit für die nächste Iteration, für den nächsten Sprint. Dann haben wir das Daily Scrum. Wie können wir im Kontext von Daily Scrum den Team Foundation Server nutzen? Wie können wir das Daily Scrum mit dem Team Foundation Server auch gestalten? Wir haben dann die Implementierungsphase. Also in welche Funktionalitäten bietet TFS dann für ein Scrum-Team in der Phase, wo eigentlich ja die Musik spielt, wo tatsächlich dann Software implementiert wird. Wir haben das Sprint Review, also am Ende des Sprints, wie können wir dort den TFS nutzen, und wir haben dann ganz am Ende noch das Thema Sprint Retrospektive. Wir fangen mal an mit dem Backlog Refinement. Wir haben also zu Beginn eines Sprints, bevor wir in das Planning gehen, beschäftigen wir uns mit unserem Product Backlog, schauen uns an, welche Anforderungen sind hier vielleicht neu dazugekommen, was müssen wir mit dem Team diskutieren, wir schätzen das Ganze und Ähnliches. Und das findet also dann pro Sprint typischerweise einmal statt, als Vorbereitung für das nächste Planning. Und Scrum sagt, dieses Backlog Refinement sollte bis zu 10% der Sprint Kapazität oder Sprintzeit in Anspruch nehmen. Das heißt, Sie können pro 2 Wochen Sprint dann maximal einen Tag dafür verwenden. Erfahrungsgemäß ist die Zeit, die darauf verwendet wird, deutlich weniger, was in den meisten Fällen auch okay ist, aber man muss sich einfach da bewusst machen, dass das hier ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil dort wird letztendlich abgestimmt, was soll an Funktionalität implementiert werden. Wir wollen uns also kurz anschauen, was macht denn eigentlich agile Anforderungen aus? Wenn wir Anforderungen in Scrum im agilen Umfeld definieren wollen, sollten die zunächst einmal lösungsfrei sein. Wir haben in Scrum extra eine Trennung in die beiden Rollen. Development Team, das Development Team ist für die Umsetzung der Anforderungen zuständig, während der Product Owner für die Anforderungen an sich zuständig ist. Und was man oft merkt, ist, dass Anforderungen und Lösungen in der Softwareentwicklung stark miteinander verschmelzen.
Und ich bin ein absoluter Verfechter davon zu sagen, die Anforderungen müssen lösungsfrei sein. Zum einen eröffnet es einen größeren Lösungsraum für das Development-Team, also die technisch beste Umsetzung für diese Anforderungen zu finden. Und zum Zweiten zwingt es auch das Development-Team in Anforderungen aus einer Kundensicht zu denken. Und deshalb halte ich diese Trennung sehr gut und glaube auch, dass es einer der wichtigen Aspekte in Scrum ist, genau diese beiden Dinge auf zwei verschiedene Rollen aufzuteilen. Dann sollen diese Anforderungen natürlich als Einzelartefakte gebildet werden. Ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, wie ich meinen Product Backlog sortieren will, wenn das sich zum Beispiel als Word-Dokument manifestiert, wo dann eine Spezifikation beschrieben ist. Sondern was ja aus agiler Sicht viel besser sich eignet, das sind solche Karteikarten oder Ähnliches, wo ich jede Anforderung als eine Karte dann definiere. Anforderungen sind immer aus einer Kundensicht definiert, aus einer Anwendersicht. Was möchte der mit der Software tun? Und sie beschreiben einen klaren Kundennutzen. Wir kommen nachher auch nochmal auf diesen Kundennutzen etwas näher zu sprechen. Gute agile Anforderungen enthalten Akzeptanzkriterien. Sie beschreiben kurz und knapp die Anforderung, dass ich also nicht sehr viel lesen muss. Und sie bieten vor allem auch Raum, um irgendwo noch Notizen abzulegen. Und dann kommt noch ein Punkt, agile Anforderungen reifen. Das bedeutet, ich muss nicht gleich zu Beginn, wenn ich die Anforderung definiere, beispielsweise Akzeptanzkriterien definiert haben. Das bedeutet auch, dass Anforderungen, die weiter in der Zukunft liegen, erstmal ganz grob formuliert sein können. Da schreibe ich zum Beispiel, ich brauche in meiner Applikation eine Benutzerverwaltung. Punkt. Das kann natürlich kein Mensch umsetzen. Eine Benutzerverwaltung mit dieser Spezifikation, sondern was wir jetzt tun müssen, je näher diese Anforderung an den aktuellen Augenblick heranrückt, müssen wir quasi die verfeinern. Und das können wir zum Beispiel tun, indem wir diese Anforderung herunterbrechen in kleinere Subanforderungen. Das heißt, hier würde ich beispielsweise sagen, ja, in meiner Benutzerverwaltung möchte ich einen Administrationsbereich, in dem ich Benutzer anlegen kann, in dem ich Benutzer bearbeiten kann, Benutzer löschen kann. Und ich möchte zusätzlich einen Login-Dialog und ich möchte bestimmte Funktionalitäten haben, um Funktionalität in meiner Software an diese Benutzerberechtigung zu koppeln. Und wenn ihr dann noch näher an die Implementierung kommen, dann sage ich beispielsweise, okay, beim Bearbeiten des Benutzers soll es eine Möglichkeit geben, den Benutzer zu deaktivieren. Es soll die Möglichkeit geben, zum Beispiel eine Zeitspanne einzugeben, wann der Benutzer aktiv ist. Das sind also dann diese Feingranularen. Das heißt, durch das Herunterbrechen unserer Anforderungen beschreiben wir diese Anforderung dann auch detaillierter und kommen viel näher in einen Bereich, wo dann auch ein Entwicklungsteam sagt, ja, okay, das können wir jetzt verstehen, das können wir tatsächlich dann auch in Software umsetzen. Und was sich inzwischen eigentlich in vielen Teams durchgesetzt hat, das ist, dass man solche agilen Anforderungen dann in Form von User Stories definiert. Und die sind dann eben so aufgebaut, dass ich drei Teile habe. Ich beschreibe die Rolle, in der ich diese Anforderung sehe, also welcher Anwenderkreis, welche Rolle möchte diese Funktionalität benutzen. Dann beschreibe ich die Funktionalität selbst, die dort gewünscht ist. Und im dritten Teil kommt sozusagen die Begründung, warum möchte ich diese Anforderung haben. Also dort beschreibe ich den Kundennutzen, der aus dieser Funktionalität dann letztendlich entsteht. So, wir wollen uns mal anschauen, wie das Ganze jetzt im TFS aussieht. Wir haben also hier einen TFS mit einem mit dem Web-Access und wir können hier mal auf das Product Backlog gehen und sehen hier die Anforderungen, die wir aktuell für unser Projekt verwalten. So eine Anforderung kann ich jetzt auch mal
aufmachen. Das ist also ein Work-Item. Dieses Work-Item beschreibt hier diese User-Story. Wir haben hier Akzeptanzkriterien, die dann dem Team noch etwas mehr Details geben. Also in diesem Fall sage ich zum Beispiel, ich möchte, dass eben erst dann angezeigt wird, dass ein Schiff versunken würde, wenn es alle Positionen getroffen würde. Also in diesem Beispiel geht es um Schiffe versenken, das wir dort programmieren wollen. Und dort habe ich jetzt eben diese Akzeptanzkriterien, sodass ich damit meine Anforderungen noch detaillierter beschreiben kann. Wir können jetzt hier in diesem Product Backlog diese Anforderungen sehr einfach anlegen. Also ich kann hier auswählen in diesem Bereich, welchen Typ von Anforderungen möchte ich denn anlegen. Und es gibt in dem Standard Scrum Template vom TFS gibt es zwei Typen für Elemente in unserem Product Backlog. Das sind die Product Backlog Items und es sind Bugs. Das heißt, auch der Bug wird in diesem Fall in einem Product Backlog verwaltet, was ja auch Sinn macht, weil der Product Owner ja eine Chance haben soll, zu entscheiden, ist es mir jetzt wichtiger, diesen Bug zu fixen oder möchte ich lieber dieses Feature dort implementiert bekommen. So. Ich lege jetzt also hier mal ein neues Product Backlog Item an, sage hier einfach neue Anforderungen. Und kann dieses Element jetzt in mein Backlog einfügen. Somit kann ich neue Anforderungen relativ einfach dort reinschreiben. Das Ganze kann ich jetzt hier auch per Drag and Drop sortieren. Kann es also an die Stelle schieben, wo ich es dann letztendlich ausgeführt haben möchte. Wir schauen uns dieses Product Backlog Item nochmal etwas näher an. Was wir hier noch sehen, sind zwei Felder, einmal Effort und einmal Business Value. Was wir in diesem Backlog Refinement Meeting machen, ist, wir schätzen die Komplexität dieser Anforderung. Und wir schätzen in Komplexität, weil wir gesagt haben, die Anforderungen sollen lösungsfrei formuliert sein. Das heißt, ich weiß heute noch gar nicht, wie ich diese Anforderungen konkret umsetzen werde in meiner Software. Das heißt, ich kann eigentlich gar keinen Aufwand schätzen, sondern ich kann schätzen, okay, diese Anforderung hier, die ist zum Beispiel doppelt so komplex wie eine andere Anforderung. Und natürlich gibt es eine gewisse Korrelation zwischen dieser Komplexität und dem zeitlichen Aufwand, den wir brauchen, um diese Anforderung dann auch umzusetzen. Aber wir schätzen hier jetzt in neutralen Größen. Etwas unglücklich finde ich den Begriff Effort hier, für den sich Microsoft entschieden hat. Früher stand da auch mal Story Points, was natürlich auf eine konkrete Schätzmethode das Ganze eingeengt hat. Effort hört sich aber so sehr nach Stunden oder Manntage oder Ähnliches an. Also viel schöner fände ich hier den Begriff Size. Also wir wollen tatsächlich die Größe dieser Anforderung bestimmen und wollen somit die Anforderung zueinander in einer Größenrelation setzen. Und wie wir das tun, spielt an der Stelle eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Es gibt also verschiedene Methoden, diese Komplexität auszudrücken. Es gibt Teams, die arbeiten mit T-Shirt-Sizes, also da weiß ich genau, ein XL ist größer als ein S und kann die so in verschiedene Größenkategorien einteilen. Was sich mehr durchgesetzt hat, sind diese Story Points, die dann meistens durch so eine Fibonacci-Reihe dann auch bestimmt werden, um auch festzulegen, dass wir in den kleineren Bereichen eine höhere Genauigkeit haben und je gröber das Element ist, je größer es ist, umso gröber wird dann auch die Abschätzung. Was wir in unseren Teams verwenden, um diese Schätzung vorzunehmen, das ist Planning Poker. Kennt ihr das? Wer benutzt Planning Poker? Okay. Ein paar wenige. Also die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist wirklich sehr, sehr positiv. Und zwar geht es für mich allgemein beim Schätzen an dieser Stelle nicht primär um diesen Wert, den wir nachher dort eintragen können, sondern Schätzen ist ein Katalysator für Diskussionen.
Und da eignet sich Planning Poker sehr, sehr gut. Der eine sagt, ich glaube, das ist eine 3, der andere sagt, ich glaube, das ist eine 8. Dann können die nicht das gemeinsame Verständnis oder ein gemeinsames Verständnis von dieser Anforderung haben. Und dann muss ich beginnen, drüber zu diskutieren. Warum glaubst du, das ist eine 8? Ja, ich glaube, da müssen wir das und das berücksichtigen und da müssen wir an das denken. Und es gibt hier noch diesen Sonderfall, der entsprechend komplex ist, etc. Solche Diskussionen kommen dann auf und der andere kann sagen, ja, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Oder er sagt vielleicht, ja, aber so etwas Ähnliches habe ich schon an einer anderen Stelle gemacht. Ich glaube, da können wir einiges wiederverwenden. Und damit sollte es jetzt nicht so tragisch sein. Das heißt, wir können durch die Schätzung diese Diskussionen initiieren und da eignet sich Planning Poker sehr gut. Das nächste Feld hier, Business Value, halte ich für ein sehr spannendes Feld, das allerdings sehr selten genutzt wird, weil das Development Team jetzt die Komplexität einer Anforderung schätzt, das ist ganz normal. Aber dass der Product Owner schätzt, wie groß ist denn der Nutzen dieser Anforderung und das ebenfalls in irgendeiner Einheit versucht auszudrücken. Das wird relativ selten benutzt, was ich schade finde, weil das Schätzen des Business Values eben auch zwingt, drüber nachzudenken. Auch der Business Value, wenn ich den schätze, führt zu Diskussionen. Wenn beispielsweise der Product Owner zusammen mit seinen Stakeholdern diese Schätzung durchführt, und den Business Value dort entsprechend einträgt. Und wir können also diese beiden Felder jetzt nutzen. Die Einheiten sind an der Stelle flexibel. Es gibt einen Aspekt dabei, den man berücksichtigen sollte. Ich trage jetzt hier vielleicht mal schnell eine Schätzung ein. Es gibt in dem Backlog, das wir hier haben, eine Funktionalität, das nennt sich Forecast Lines, die kann ich also hier ein- oder ausblenden. Und diese Forecast Lines ergeben mir jetzt die Möglichkeit, hier einzutragen, wie groß ist denn die Velocity des Teams, also die Geschwindigkeit des Teams, wie viel dieser Punkte arbeitet das Team pro Sprint im Durchschnitt ab. Und das kann ich ermitteln durch eine Betrachtung der Historie, das heißt, in Scrum machen wir hier empirisches Projektmanagement. Wir versuchen, die Vergangenheit zu betrachten und daraus für die Zukunft zu lernen. Wir schauen also an, wie viel dieser Story Points hat das Team durchschnittlich pro Sprint bearbeitet und können, wenn wir das Ganze eintragen, jetzt hier uns anzeigen lassen, wie viel unseres Product Backlogs werden wir im nächsten Sprint, im übernächsten Sprint etc. voraussichtlich bearbeiten können. Das ist also eine Unterstützung, um auch zu sagen, okay, was passt zum Beispiel jetzt noch in dieses Release rein, wenn wir wissen, nach 3 Sprints ist dieses Release abgeschlossen. Es gibt dann diese berühmt-berüchtigte Cutline, also alles, was drüber liegt, kommt eben in dieses Release noch rein, alles, was drunter liegt, nicht. Das Schöne ist jetzt hier, man kann sich nicht mehr selber bescheißen. In dem Moment, wo ich jetzt ein Element nehme, ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier meine neue Anforderung und sage, oh, die muss aber unbedingt da oben noch rein, dann kann ich die natürlich nach da oben schieben, aber dafür fällt irgendetwas anderes heraus. Also diesen Effekt, wo jeder sagt, ja genau, so muss es ja funktionieren, ist doch vollkommen logisch, was aber in der Praxis oftmals anders aussieht, da kommt dann der Product Owner und sagt, oh, aber das muss da auch noch rein und da habe ich auch noch was ganz Wichtiges und das ist dann immer so ein Add-on, das dort dazu kommt. Und mit diesen Forecast Lines kann man eben jetzt dann gut arbeiten, wenn wir mit Story Points arbeiten, weil da kann ich jetzt rechnen. Story Points kann ich addieren. Dort kann ich solche Forecasts machen. Wenn wir jetzt mit T-Shirt Sizes arbeiten, wird es etwas schwieriger. Das Team weiß zwar, okay, wir machen pro Sprint ein XL oder wir machen 2L oder wir machen 4Ms, aber das kann ich natürlich hier schlecht verwenden, um das toolbasiert zu machen. So. Was wir mit dem TFS 2013 jetzt neu dazu bekommen haben, ist die Möglichkeit, das Backlog hierarchisch zu organisieren. Das heißt, ich kann hier eine zusätzliche Ebene einblenden, diese Feature-Ebene, und habe jetzt hier meine
Product Backlog Items nach diesen Features gruppiert. Und das ist eine Sache, die von vielen Anwendern gewünscht würde, was eigentlich auch gut funktioniert. Man muss sich allerdings im Klaren sein, ich kaufe mir diese Geschichte, diese hierarchische Sicht ein mit ein paar Nachteilen, die damit einhergehen. Und das Problem ist, wir können in dieser hierarchischen Sicht nicht mehr richtig sortieren. Agilität funktioniert ja genau nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt hier oben das wichtigste Feature und jetzt implementieren wir einfach erstmal alles, was da drunter liegt und dann fangen wir erst an, an einem zweiten Feature zu arbeiten. Sondern Agilität sagt, ich betrachte über die Gesamtapplikation, was ist im Moment am wichtigsten und die Dinge tue ich zuerst. Und wir versuchen tatsächlich ja erstmal in den einzelnen Applikationsbereichen die Dinge zu implementieren, die tatsächlich essentiell sind. Und kommen dann wieder zurück zu diesem Applikationsbereich, wenn wir andere wichtige Dinge implementiert haben und können dann dort Nice-to-have-Features einbauen. Und das heißt, auch toolmäßig ist es so, ich kann hier nicht mehr sortieren. Die Sortierfunktion ist in dieser hierarchischen Sicht ausgeschaltet. Was Microsoft jetzt gemacht hat, ist, ich kann hier hin und her schalten zwischen dieser hierarchischen Sicht oder der flachen Liste. Und ich drücke damit quasi zwei verschiedene Dinge aus. Die hierarchische Sicht bietet mir eine gewisse Orientierung, eine Gruppierung meiner Product Backlog Items. Aber die Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden sollen, in der sie umgesetzt werden sollen, die wird durch diese flache Backlog-Ansicht ausgedrückt. Und dort drin sortiere ich quasi jetzt die Implementierungsreihenfolge. Was ebenfalls noch relativ neu ist, das sind diese Tags hier an der rechten Seite. Wir können also einem Element, einem Work-Item einen Tag zuordnen oder auch mehrere. Das ist eigentlich das Schöne und Interessante an Tags. Das heißt, wenn ich hier oben draufklicke, dann schlägt er mir in einer Liste die Tags vor, die ich bereits verwendet habe. Oder ich kann jetzt hier einfach ein neues Tag eintippen. Das heißt, es wird ab dem Moment dann in dieser Auflistung angezeigt werden. Wir können jetzt also hier dieses Tag zuordnen. Ich könnte auch mehrere Tags zuordnen. Und wir können nach diesen Tags jetzt unser Product Backlog auch filtern. Wir können hier also auf dieses Filter-Icon klicken und können zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur alle Elemente in meinem Product Backlog, die die Konsolenapplikation betreffen und habe jetzt hier also meinen Product Backlog entsprechend gefiltert. Gut. Es gibt noch ein Feature, das mit dem Visual Studio genauer genommen mitkommt und das sind Storyboards. Verwendet jemand die Storyboards, die PowerPoint-Storyboards? Kein einziger? Niemand? Okay. Also die Idee von Storyboards ist, dass ich sage, ich habe eine Idee, eine Vision, wie diese Applikation funktionieren kann. Ich habe hier wieder mein schönes Schiffe-Versenken-Spiel und ich skizziere jetzt zunächst einmal, wie sollte das aussehen, um eine bessere Diskussionsgrundlage zu haben. Und das, was ich jetzt also hier darstelle, das habe ich jetzt mit, hauptsächlich mit PowerPoint-Bordmitteln gemacht. Und das Storyboard habe ich jetzt heute Morgen in 10 Minuten gebaut. Also es geht relativ schnell. Das ist auch die Idee, im Storyboard nicht zu sagen, wie soll das Ding aussehen. Wir gehen nicht zu sehr in die Details, wollen nicht hier irgendwie Designvorlagen machen oder ähnliches, sondern was ich eigentlich tun möchte, ich möchte eine Geschichte erzählen. Wie wird der Anwender mit der Software arbeiten? Das heißt, wenn wir jetzt hier Schiffe versenken spielen wollen, ist das Erste, ich muss meine Schiffe hier platzieren. Die habe ich hier auf der rechten Seite dargestellt. Das heißt, ich gehe jetzt her, klicke auf das erste Schiff, wähle das sozusagen aus, gehe dann rüber in mein Feld und kann hier draufklicken und dann färbt sich eben dieses Feld ein. Und ich kann jetzt hier der Reihe nach eben diese Felder auswählen. Und wenn ich dann eben alle 5 Felder für dieses Schiff platziert habe, wähle ich das nächste Schiff aus, platziere die ebenfalls. Und so kann ich jetzt quasi mit den entsprechenden Farben mein Feld
entsprechend bestücken. Und solche Geschichten einfach kurz zu erzählen, das ist die Funktion von diesen Storyboards, das Ganze visuell zu machen, und das unterstützt und fördert eigentlich die Diskussionen. Dieses Storyboard nehme ich jetzt, speichere das auf einem Share ab und kann es jetzt dann zum Beispiel in meinem Product Backlog Item verlinken, sodass ich das von dort dann öffnen kann. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt zum ersten Mal dieses Product Backlog Item besprechen und schätzen wollen im Team, dann kann ich hergehen und kann das Storyboard kurz zeigen und jeder hat sofort einen Kontext und wir sind nicht dort so weit auseinander, dass wir erstmal über Diskussionen Dinge klären müssen, um ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Wir wollen dann kurz in das Sprint Planning noch reinschauen. Sprint Planning, es gibt Teams, die teilen das in zwei Teile auf, Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2. Im Sprint Planning 1 erklärt der Product Owner nochmal die Anforderungen und beantwortet Fragen, sodass das Development Team diese Anforderungen im Detail verstanden hat und sie umsetzen kann. Und im Sprint Planning 2 entwickelt das Development Team eine Realisierungsvision. Wie wollen wir diese Anforderung tatsächlich in Software umsetzen? Und diese Realisierungsvision manifestiert sich häufig in Form von Tasks, die dann quasi diese Vision Schritt für Schritt beschreiben. Die Realisierungsvision ist deshalb wichtig, weil wir nur dann die Möglichkeit haben, auch gemeinsam im Team an dieser Anforderung zu arbeiten, dass eben mehrere Leute an unterschiedlichen Tasks arbeiten und das dann zusammengeführt wird und die Anforderung so entsprechend umgesetzt ist. Es gibt auch Teams, die fassen diese beiden Teile des Sprint Plannings zu einem zusammen. Das heißt, dort ist die ganze Zeit der Product Owner anwesend und das Beschreiben der Anforderungen und das Entwickeln der Realisierungsvision verschwimmt dort also, weil es in einem gemeinsamen Meeting erledigt wird. Auch da wollen wir kurz reinschauen, was der TFS uns denn an Unterstützung bietet. Wir haben also hier unser Product Backlog und ich kann jetzt einzelne Elemente nehmen. Ich nehme jetzt mal meine neue Anforderung und sage, die möchte ich jetzt in dem Sprint 1 erledigen. Das heißt, der erste Teil, den wir hier machen in diesem Sprint Planning, wir selektieren die Elemente aus unserem Product Backlog, logischerweise von oben weg, die wir in diesem Sprint bearbeiten wollen. Das heißt, dass mein Product Backlog hier inhaltlich korrekt ist, muss ich dann auch eigentlich dieses Element nach oben schieben. So, den Filter raus. Jetzt kann ich hergehen und kann auf das Sprint Backlog rüberspringen. Das heißt, ich kann mir jetzt anzeigen lassen, gefiltert für diesen Sprint, welche PBIs haben wir in dem aktuellen Sprint. Wir sehen hier unten diese neue Anforderung. Und in diesem Sprint habe ich jetzt schon ein bisschen Sprint Planning gemacht. Das heißt, das Team hat noch andere dieser Product Backlog Items committed, also sozusagen versprochen. Die werden wir am Ende dieses Sprints erledigt haben. Und es sind dort bereits auch Tasks drunter angelegt worden. Das heißt, wir können hier jetzt hergehen und können zu unserer neuen Anforderung mit diesem Plus können wir einen neuen Task anlegen. Und der Task hat jetzt hier an der Stelle Remaining Work. Das heißt, dort trage ich jetzt ein, wie viel Arbeit steckt tatsächlich hinter dieser Aufgabe. Und diese Schätzung der Arbeit auf der Task-Ebene, die mache ich dann tatsächlich konkret in Stunden. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dieser Task benötigt 8 Stunden, damit er erledigt wird. Und ich kann das Ganze speichern und schließen. Was vielleicht aufgefallen ist an dem aktuellen Task, den ich jetzt hier anlege, habe ich das Assign-to-Feld leer gelassen. Das heißt, wir tun die Aufgaben nicht im Planungsmeeting auf einzelne Teammitglieder verteilen, sondern das tun wir später im Daily Scrum. Was wir jetzt noch
tun sollten im nächsten Schritt, wir sollten konfigurieren, wann dieser Sprint denn läuft. Im Moment habe ich hier eingetragen, der läuft im Januar. Wir können also für jeden Sprint hier jetzt inzwischen einen Namen vergeben und wir können ein Start- und Endedatum vergeben. Wir können also beispielsweise sagen, dieser Sprint, den ich im Moment gerade plane, der läuft seit Dienstag und der wird ungefähr bis hierher, machen wir mal 2 Wochen, genau. Okay, danke. So, wenn wir jetzt dieses Datum entsprechend eingetragen haben, beginnt hier auch eine Kalkulation. Wir können definieren, wie groß ist die Kapazität unseres Teams. Komme ich gleich noch dazu, wo wir das einstellen. Und wie viele Tasks habe ich jetzt in meinem aktuellen Backlog hier geplant. Und wir sehen hier im Moment sind es 27 Stunden, die wir geplant haben. 24 Stunden haben wir im Team an Kapazität, deshalb auch rot. Das heißt, im Moment haben wir nach der aktuellen Planung unser Team überbucht. Es gibt hier unten dann auch noch irgendwie solche Aufteilungen nach Mitarbeiter oder nach Aktivitäten. Als Scrum-Team interessieren mich die Darstellung überhaupt gar nicht. Es ist auch schade, dass sie sich nicht dauerhaft ausblenden lassen im Moment, sondern eigentlich betrachte ich nur die Teamkapazität. Und was ich dort eben tue, ich kann zu Beginn des Sprints die Kapazität meines Teams planen, indem ich hergehe und sage, meine Teammitglieder, die an diesem Sprint arbeiten, die haben pro Tag ungefähr so und so viele Stunden, die sie für dieses Projekt zur Verfügung stehen. Und ich kann dann auch noch Tage definieren, wo die nicht arbeiten. Also entweder einzelne Personen, wo jemand Urlaub hat oder ähnliches. Und ich kann dann auch Tage definieren, wo das ganze Team nicht verfügbar sein wird, wenn dort also beispielsweise ein Feiertag ist. So, ich arbeite auch noch ein bisschen an diesem Sprint mit. Und wenn ich das eintrage, sieht man hier, dass diese Kapazitätsplanung auf der rechten Seite diese Änderung sofort übernommen hat. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal 32 Stunden Kapazität in diesem Sprint. Deshalb alles grün, im grünen Bereich. Wir können jetzt hergehen und können quasi in diesem Sprint-Planning zunächst die Kapazität definieren und wir legen dann Task an, schätzen die Task und können immer beobachten, wie nutzen wir die vorhandene Teamkapazität immer stärker aus. Und ab einem bestimmten Punkt sagen wir, oh, jetzt ist die Kapazität des Teams erschöpft, wir kommen hier an eine Grenze, jetzt kann ich quasi keine weiteren Tasks anlegen. Das heißt, ich muss dann entweder die PBIs, die jetzt noch nicht komplett ausgeplant sind, wieder zurückschieben ins Product Backlog oder muss schauen, ob wir dort vielleicht bestimmte Dinge vereinfachen können. Wir wechseln jetzt in das Daily Scrum. Das Daily Scrum wird... Frage? Also die Frage ist, kann ich Abhängigkeiten zwischen einzelnen PBIs definieren oder auch zwischen Tasks? Die Antwort ist technisch ja. Das heißt, ich kann einfach Links definieren, Related Links. Ich habe allerdings an der Oberfläche keine Möglichkeit, das richtig gut zu visualisieren und diese Abhängigkeiten womöglich toolbasiert dann auch irgendwie zu berücksichtigen. Beispielsweise bei der Sortierung, dass ich sage, ich muss erst das erledigen, bevor ich das überhaupt anfangen kann. Das unterstützt das Backlog nicht, dass man dort irgendwelche Regeln einführen kann. Die Frage ist natürlich an der Stelle immer die, ist das etwas, das ich durch das Tool gelöst haben möchte? Ich glaube daran, dass es immer möglich sein sollte, diese
Elemente in einem Product Backlog in einer beliebigen Reihenfolge abzuarbeiten. Ich weiß, dass es da eine Reihe von Situationen gibt, wo man sagt, dort funktioniert das nicht. Ich glaube aber, dass man manchmal auch da vielleicht zu früh aufgibt. Also wir haben ja heute mit Contract First, mit bestimmten Möglichkeiten zum Beispiel auch zu sagen, ich kann, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Oberfläche habe, schon mal Funktionalität im Untergrund bauen und das zum Beispiel über Unit-Testing entsprechend abprüfen und sicherstellen. Dort haben wir heute natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, das zu tun. Und ich würde zunächst einfach mal das Team motivieren, das auszuprobieren, um diese Abhängigkeiten möglichst aufzulösen. Die Frage ist, ob es tatsächlich einen Sinn ergibt, ob damit dann ein Software-Inkrement herauskommt, das in dieser Reihenfolge Sinn macht. Aber der Product Owner sollte die Freiheit haben, das Product Backlog so zu sortieren, wie er glaubt, dass die Ausführungsreihenfolge die richtige ist. Und wenn er eben glaubt, aus irgendwelchen Gründen ist jetzt das Löschen das Wichtigste bei meinen Aufträgen, dann sollte er auch die Möglichkeit bekommen, das zuerst zu implementieren. Und ich glaube nicht, dass der Product Owner für diese Art von Sortierung tatsächlich dann auch diese Constraints im Tool abgebildet haben möchte, sondern der muss einfach seinen Backlog kennen. Wenn er das braucht, dann liegt möglicherweise ein anderes Problem vor, was ich oft beobachte, ist Product Backlogs mit 300, 400, 500 Items drin. Und da verliere ich natürlich völlig den Überblick. Da muss ich dann vielleicht solche Constraints versuchen, technisch abzubilden. Aus meiner Sicht wäre aber der bessere Ansatz zu sagen, ich versuche das Product Backlog zu limitieren und Elemente einfach gröber zu formulieren. Also ein Product Backlog sollte aus meiner Sicht so vielleicht, je nachdem, mit wie viel Teams ich dran arbeite, also pro Team nicht mehr als 50 Elemente haben. Gut. Daily Scrum. Oftmals verkommt es so ein bisschen zu einem Status-Report. Ich rechtfertige mich, was habe ich mit den letzten 8 Stunden Arbeitszeit getan? Und das ist eigentlich nicht die Idee von einem Daily Scrum, sondern was wir im Daily Scrum machen wollen, wir tun uns im Team abstimmen, wie wollen wir die in diesem Sprint noch verbleibende Arbeit am besten organisieren. Natürlich müssen wir dazu wissen, wo stehen wir, welche Aufgaben wurden bereits erledigt. Und wir müssen sagen, was wollen wir als nächstes tun. Und deshalb eben diese 3 Fragen im Daily Scrum. Was habe ich gemacht? Was werde ich tun? Habe ich irgendwelche Blocker dabei? Wichtig ist noch, dass das Daily Scrum täglich stattfindet. Also die Scrum-Teams, die sagen, ja, aus irgendwelchen Zeitzonen-Geschichten oder so heraus machen wir das Daily Scrum 2-mal die Woche oder nur 1-mal die Woche. Das genügt, das weiß ja eh jeder, was er zu tun hat. Das ist dann eigentlich in diesem Sinne keine echte Teamarbeit im Sinne von Scrum mehr. Wir können jetzt mit dem TFS auch unser Daily Scrum etwas unterstützen. Das heißt, wir können hier jetzt hergehen und können ein Board anzeigen. In diesem Board sehe ich jetzt quasi wie mit diesen Karteikarten, wo man es kennt, an der Wand oder mit Post-its. Das Ganze abgebildet wird es im Prinzip hier ähnlich visualisiert. Ich habe hier meine einzelnen Tasks gruppiert nach den PBIs, denen sie zugeordnet sind. Und kann jetzt hergehen und kann dieses Board zunächst einmal nach Personen filtern. Also im Daily Scrum typischerweise geht es reihum. Jeder berichtet, was habe ich gemacht, was werde ich tun. Ich habe jetzt also hier beispielsweise den Alexander und sehe jetzt, aha, der Alexander, der hat diesen Task hier noch in Progress. Da ist eine halbe Stunde drauf geplant. Ich kann jetzt einfach mal hergehen und er berichtet, diesen Task habe ich erledigt. Wir haben hier oben jetzt dann auch so ein Burndown noch. Das heißt, da wird die aktuelle verbleibende Arbeit angezeigt. Dadurch, dass wir jetzt einen neuen Task aufgenommen haben, geht der Burndown nach oben. Was durchaus auch eine Situation ist, die Scrum-Teams in der Praxis haben, dass ich nachträglich noch feststelle, wir haben einen Task vergessen, dann lege ich den an und tue den entsprechend in meinen Sprint-Backlog einfügen. Tut den schätzen und dadurch kann es tatsächlich auch sein, dass der Burndown an der Stelle nach oben geht. Und wenn ich jetzt eben diesen Task dort rüber schiebe,
dann wird der Burndown entsprechend aktualisiert. Das heißt, um diese Zeit, die diese Aufgabe hinterlegt hat, wird jetzt der Burndown an der Stelle reduziert. Und wir können jetzt beispielsweise hergehen und können sagen, okay, der Alexander, der ist hier oben noch ausgewählt, der nimmt jetzt diesen Task und sagt, okay, heute arbeite ich an dem. Und man sieht, wenn ich den Task rüberschiebe, wird automatisch der Benutzer, das Teammitglied, das ich im Moment oben ausgewählt habe, diesem Task zugeordnet. Wir haben also hier jetzt diesen Alexander drinstehen, dass der diesen Task bearbeiten wird. Und so gehe ich jetzt die Reihe durch. Ich bin jetzt hier als Administrator angemeldet. Oh, ich habe im Moment gar keine Task. Sehr schön. Ich kann jetzt also hergehen und kann diese Task nehmen und bekomme den dann mir entsprechend zugeordnet. Und so kann ich jetzt einmal durch das Team durchgehen und kann schauen, jeder sagt, okay, ich bin mit Arbeit versorgt, ich habe was zu tun. Die Tasks werden entsprechend aktualisiert und wir haben eigentlich einen guten Überblick jetzt an der Stelle. Wenn wir nochmal zurückgehen auf All, sehe ich, aha, dieses PBI, das wir hier oben haben, das ist also bereits, da sind bereits alle Tasks dahinter erledigt. Und wir sollten natürlich jetzt auch die Motivation haben, von oben nach unten versuchen, diese PBIs möglichst schnell zu erledigen. Wir schauen uns dann kurz die Implementierungsphase an. Da möchte ich vielleicht zwei, drei Worte noch verlieren zum Thema Teamstruktur. Was wir in vielen Unternehmen leider noch beobachten, ist so eine Struktur. Wir haben da die Entwicklung und da die Qualitätssicherung. Irgendwann wirft die Entwicklung der Qualitätssicherung ein neues Bild über den Zaun und sagt, okay, könnt ihr euch ja mal angucken, sagt uns Bescheid, wenn ihr irgendwas gefunden habt. Das ist eigentlich nicht die ideale Form, wie wir in agilen Teams arbeiten wollen. Wer arbeitet heute noch nach diesem Muster? Okay, es gibt noch ein paar. Gut, was wir im ersten Schritt eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir Qualitätssicherung und Entwicklung miteinander kombinieren. Das heißt, wir bringen Tester und Entwickler in ein Team, sodass, wenn der Entwickler sagt, okay, wir haben gerade dieses Feature fertiggestellt, kann der Tester sich das anschauen, der Tester findet einen Bug, kann zum Entwickler sagen, komm doch mal schnell rüber, ich habe da irgendwas festgestellt, wir können da jetzt zusammen draufschauen und können das möglichst schnell und effizient fixen. Und was wir vielleicht dann anfangen im Laufe der Zeit, das ist, dass wir versuchen, aus Entwicklern auch Tester zu machen und aus Testern auch Entwickler zu machen. Das ist sicherlich ein Prozess, der nicht über Nacht geht. Das ist auch ein Prozess, der nicht bei jedem Team komplett gelingen kann. Aber allein die Motivation, dem Entwickler auch etwas mehr Qualitätsbewusstsein beizubringen, dem Tester etwas mehr Verständnis über das, wie Softwareentwicklung funktioniert, wie Codierung funktioniert, das halte ich für erstrebenswert. Und bei so Techniken wie beispielsweise Unit-Testing oder ähnlichem, das sind ja dann auch tatsächlich Entwickleraufgaben. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass ich dort nicht Dinge doppelt oder dreifach teste, also Dinge, die der Entwickler schon lange getestet hat, da klickt dann sich der Tester nochmal explizit durch. Was wir jetzt brauchen, um in unseren Scrum-Projekten, in unseren agilen Projekten gute Qualität erzielen zu können, das ist diese Testpyramide. Wir brauchen also eine gute Basis von Unit-Tests. Darauf aufsetzend wenden wir explorative Tests an und wir haben dann drüber noch System-Tests oder Integrationstests, die dann auch schauen, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt haben. Die sind idealerweise automatisiert, wo wir also dann zum Beispiel schauen, lässt sich denn das Setup sauber installieren, liefert das Setup alle notwendigen Dateien mit, wird beim Upgrade das Datenbankschema richtig gepatcht und ähnliches. Was können wir jetzt in dieser Phase vom TFS heraus nutzen? Ja, gerne. Die Frage, ist es möglich, Scrum ohne automatisierte Tests zu machen? Ich glaube, dass das nicht wirklich funktionieren wird.
Der Punkt ist der, wir haben kurze Iterationen, kurze Zyklen, 30 Tage oder weniger. Und ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es gut funktioniert, wenn ich alle 30 Tage dann quasi einen Testdurchlauf manuell ausführen muss. Es gibt allerdings dann Teams, die haben heute keine Testautomatisierung, die haben keine Unit-Tests. Und die Frage ist jetzt die, muss ich jetzt erst die Testautomatisierung implementieren, bevor ich Scrum einführen kann? Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, dort zu warten. Das heißt, ich kann zunächst einmal mit Scrum beginnen, muss aber gleichzeitig beginnen, in die Testautomatisierung zu investieren. Erst dann wird das Team tatsächlich auch die gewünschte Qualität liefern können und die Produktivität erreichen, die wir uns dort erhoffen. Was wir hier jetzt machen können, wir haben die Akzeptanzkriterien auf unseren Product Backlog Items. Und wir wollen jetzt prüfen, ob diese Akzeptanzkriterien durch unsere aktuellen Softwarestand erfüllt sind. Das heißt, wir können hierher gehen und können entweder ein PBI auswählen und im Kontext dieses PBIs jetzt diese Tests durchführen, oder wir können einfach ein exploratives Testing durchführen. Oder es gibt auch Teams, die gehen her und tun quasi für jedes Akzeptanzkriterium einen Akzeptanztest anlegen und den mit dem PBI verknüpfen. Und darin sind dann die einzelnen Testschritte dokumentiert. Das hängt jetzt davon ab, wie stark ich jetzt meinen Testprozess formalisieren möchte, wie stark ich ihn vielleicht auch formalisieren muss. Also es gibt durchaus Bereiche in der Softwareentwicklung, wo ich einfach dokumentieren muss, welche Tests habe ich wie ausgeführt. Und dann komme ich im Prinzip um diese Spezifikation der Tests nicht herum. Wir wollen uns jetzt einen wesentlich leichtgewichtigeren Ansatz anschauen, den auch viele Scrum-Teams dann verwenden. Das ist das sogenannte explorative Testing. Das heißt, ich kann hier mit dem Microsoft Test Manager hergehen und kann jetzt so eine explorative Test-Session starten und kann jetzt hier meine Applikation öffnen und kann hier beginnen, die ersten Schiffe zu platzieren. Wählen jetzt also das nächste Schiff aus. Und was ich jetzt zum Beispiel feststelle, wenn ich das gleiche Feld mehrfach anklicke, dann erkennt er das nicht, dass dort quasi das Schiff schon positioniert war. Und ich habe jetzt eben vier Felder angeklickt, das war aber viermal das gleiche. Und er sagt, okay, das Schiff würde damit eigentlich vollständig positioniert. Also haben wir einen Fehler gefunden. Ich kann jetzt hier einen Screenshot noch machen, kurz. Kann das noch entsprechend kommentieren und sage hier Create Bug. Und was er jetzt gemacht hat, während der Testausführung hat mir quasi dieser Testrunner hier zugeschaut. Was habe ich getan? Und er hat meine Aktionen hier aufgezeichnet. Und ich sehe jetzt hier also die einzelnen Klicks mit einem kleinen Screenshot jeweils dabei. Was habe ich gemacht? Und hier sieht man zum Beispiel, ich klicke jetzt hier hintereinander mehrfach auf das gleiche Feld. Und das führt eben jetzt zu diesem genannten Problem. Somit kann ich jetzt ohne große Testspezifikation meine Tests durchführen. Ich habe aber hinterher dokumentiert, wie ist es zu diesem Fehler gekommen. Also bei einem explorativen Testen ist das oftmals ja auch das Problem, was habe ich denn gemacht, bevor der Fehler kam? Und das kann ich hier entsprechend mit aufzeichnen lassen und kann jetzt hier einen Bug generieren. Wobei die spannende Frage ist, sollte denn ein Scrum-Team in dieser Situation überhaupt einen Bug generieren? Es gibt oft auch was man hört, just fix it. Also wenn ich einen Bug finde, dann beseitige ich ihn einfach. Und es gibt aus meiner Sicht heraus dort zwei verschiedene Szenarien, die wir unterscheiden müssen. Ist dieser Bug im Kontext eines Product Backlog Items, einer Anforderung, die wir im aktuellen Sprint gerade bearbeiten, dann gilt das just fix it. Ich will
kein Bug anlegen, es gibt keinen Mehrwert. Idealerweise bin ich als Tester sogar in der Lage, diesen Bug zu fixen. Wenn nicht, hole ich mir schnell den Entwickler her, wir schauen gemeinsam drauf, der Entwickler fixt den Bug schnell, auf meinem Rechner vielleicht sogar, und ich kann den Test nochmal wiederholen und sagen, okay, jetzt funktioniert es wunderbar, Haken dran. Das ist die Art, wie wir die Zusammenarbeit zwischen Tester und Entwickler in einem Scrum-Team uns eigentlich wünschen. Haben wir aber durch das explorative Testing, was gar nicht so selten vorkommt, zufällig einen Fehler in einer Funktionalität gefunden, die wir schon in einem früheren Sprint gebaut haben, dann sollte dieser Fehler dokumentiert werden in Form eines Bugs. Dieser Bug kommt in das Product Backlog Item und wir überlassen es dem Product Owner zu entscheiden, wann er diesen Bug gefixt haben will. Würden wir jetzt als Entwickler entscheiden, oh, das machen wir schnell, schnell ist er dann an der Stelle auch relativ, dann entmündige ich ja auch ein Stück weit meinen Product Owner, weil ich sage, ich Entwickler entscheide jetzt, dass der Bug so kritisch ist, der muss jetzt sofort gefixt werden oder eben nicht. Und das ist eigentlich eine Entscheidung, die wir dem Product Owner überlassen sollten. Und deshalb würden wir den Bug in so einer Situation dann dokumentieren. Was für uns während der Entwicklungsphase, während der Implementierungsphase noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, das ist die sogenannte Definition of Done. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Verständnis idealerweise davon, wann eine Anforderung als erledigt gilt. Und diese Definition of Done dokumentieren wir oder manifestiert sich dann in einzelnen Kriterien, die erledigt sein müssen. Frage? Die Frage, kann ich aus dem hier aufgezeichneten Test einen UI-Test machen? Punkt 1, nicht aus dem Explorativen. Wenn ich das im Kontext eines Test-Cases mache, ja, dort kann ich das tun. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, zumindest bei unseren Teams, dass das nicht besonders gut funktioniert. Was ich aus dem explorativen Test machen kann, ich kann einen Testcase generieren und sagen, ich möchte diese Schritte, die ich da jetzt ausgeführt habe, in Zukunft nochmal explizit als Regressionstest immer wieder ausführen. Diese Funktionalität gibt es. Auch da gibt es allerdings gewisse Einschränkungen. Also habe ich jetzt leider schon zugemacht, aber man hätte jetzt gesehen, bei den Testschritten steht dran, Click-Button, Click-Button, Click-Button. Das heißt, jedes Feld in dieser Matrix wird als Button bezeichnet und es ist eigentlich relativ ziemlich wenig hilfreich, wenn ich da draufklicke will und sage, ja, klick Button, dann weiß ich nicht genau, welche Position ich jetzt anklicken soll, was ja aber für den Testablauf von entscheidender Bedeutung an der Stelle ist. Also diese Art der Automatisierung aus der Aufzeichnung ist in der Theorie schön, aber in der Praxis funktioniert das im Moment noch nicht. So, was ich hier jetzt zum Beispiel tun kann, das wäre jetzt ein Beispiel für so eine Definition of Done. Wir sagen, alle Akzeptanzkriterien des Product Owners müssen erfüllt sein. Und natürlich haben wir überprüft, dass die tatsächlich auch erfüllt sind durch Akzeptanztests, zum Beispiel durch explorative Akzeptanztests. Wir haben also die Aspekte entsprechend durchgeklickt. Wir haben ein Code Review durchgeführt und haben alle Findings gefixt dabei. Wir haben ein UI Review gemacht, also ist unsere UI, ist das Bedienkonzept konsistent zu dem Rest der Applikation. Wir haben Test Cases gereviewt, wir haben Test Cases ausgeführt, wir haben keine bekannten Bugs im Kontext dieser User Story und wir haben eine Integration mit der Mainline und der Build auf der Mainline war erfolgreich. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Jedes Team
muss für sich selber definieren, welche Punkte sind für uns relevant und die packen wir hier dann in diese Definition of Done rein. Was es jetzt standardmäßig nicht gibt, ist dieses Control, mit dem ich das hier im Moment gerade anzeige. Das ist ein Control. Wer Interesse hat, kann das bei mir auf dem Blog herunterladen. Wir stellen das also kostenlos zur Verfügung. Und da kann ich jetzt dann tatsächlich hergehen und sagen, ich stelle mal jetzt dieses Element auf Committed. Und jetzt kann ich hier quasi sagen, okay, ich habe geprüft, dass die Akzeptanzkriterien erfüllt sind, also hake ich das an. Ich habe die Code Reviews durchgeführt, kann jetzt das Ding speichern. Der Nächste kann schauen, was muss jetzt noch getan werden, damit wir dieses Element wirklich auf Done bekommen. Und dann werden eben diese Dinge der Reihe nach angehakt. Und wenn ich das Letzte anhake, springt der Status automatisch auf Done. Wenn jetzt irgendjemand herkommt und sagt, oh, ich habe doch noch einen Bug gefunden, also ist dieses Kriterium nicht mehr erfüllt, springt der Status automatisch wieder zurück auf Committed. Das heißt, das ist eigentlich genau die Idee, wie die Definition of Done funktionieren soll. Alle diese Punkte müssen erfüllt sein. Sie sind für alle PBIs gleich. Also es sind wirklich Dinge, die wir über alle PBIs erfüllen wollen. Die Dinge, die spezifisch für einzelne PBIs sind, die schreiben wir in die Akzeptanzkriterien rein. Und erst wenn alles das erfüllt ist, dann geht dieses PBI tatsächlich auch auf Done. Zu dem Thema Testautomatisierung vielleicht noch etwas, was wir inzwischen in unseren Projekten sehr häufig einsetzen. Das sind Setup-Tests. Weil wir festgestellt haben, im Setup, da gibt es eben relativ häufig Probleme. Also die Idee, ein Setup auszuführen und zu schauen, lässt sich die Applikation hinterher starten. Und wir nutzen dafür das Lab-Management. Nutzt es jemand? Lab-Management? Niemand? Ah, einer. Gut. Wie sind die Erfahrungen? Kann ich nicht sagen, macht mein Kollege. Okay. Okay. Also was wir damit zum Beispiel tun können, wir haben einen Build. Wenn dieser Build angetriggert wird, dann haben wir eine virtuelle Testumgebung, in diesem Fall mit zwei Maschinen. Die virtuelle Testumgebung wird auf einen definierten Snapshot zurückgesetzt. Dann findet ein Deployment statt. In dem Fall wird das Setup, die Setup-Exe dort reinkopiert. Und ich habe jetzt hier einen Coded UI-Test, der das Setup ausführt. Also startet, next, 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 klickt und anschließend die Applikation öffnet und in der Applikation zwei, drei Dialoge aufmacht, um zu schauen, funktioniert das denn grundsätzlich. Und wenn diese Tests durchgelaufen sind, ist mein Bild grün und ich weiß, okay, es funktioniert alles. Das Gleiche kann ich jetzt natürlich auch mit Upgrade-Tests tun. Das heißt, in einem Snapshot ist dann eine Vorgängerversion meiner Software installiert. Ich führe das Setup aus, mache ein Upgrade und schaue, startet der dann richtig oder kommt bereits beim Start irgendein Fehler, weil das Datenbankschema eben nicht korrekt beim Upgrade gepatcht wurde. Und das ist eine Kombination Lab-Management plus Coded UI-Test, die wir bei uns sehr erfolgreich einsetzen. Wo wir inzwischen wieder davon abgekommen sind, ist, Coded UI-Test und Lab-Management einzusetzen, um funktionale Tests zu machen. Das ist also etwas, das sehr viel Pflegeaufwand bedeutet. Und ich habe ein Team, das das auf Kundenwunsch im Moment gerade tut. Dort ist es so, die haben im Team eine Person quasi abgestellt, die nichts anderes macht, als die Coded UI-Tests zu pflegen und zu schauen, warum ist der Bild jetzt heute Nacht rot gewesen, das wieder zu fixen. Also von einem 8-Mann-Team kümmert sich einer ausschließlich um dieses Thema. Und ich habe dann mal gefragt, wie oft habt ihr nach einem fehlgeschlagenen Bild, nach einem fehlgeschlagenen Test den Code angepasst, also nicht den Testcode, sondern den Produktionscode. Und in 6 Monaten kam das genau einmal vor. Also das ist etwas, wo ich glaube, da steht einfach der Aufwand nicht in Relation zum Nutzen. Allerdings diese Setup-Tests, die haben sich, wie gesagt, sehr gut bewährt. Und wir haben ja die Anforderung, wir wollen am Ende des Sprints etwas Lauffähiges ausliefern. Und dazu gehört nun mal, dass ich das Ding auch installieren kann. Wir haben jetzt das Sprint Review, das heißt, unser Sprint ist vorüber.
Wir gehen her und zeigen dem Product Owner, was wir in diesem Sprint erreicht haben, wie wir seine Anforderungen für diesen Sprint realisiert haben. Und eine wichtige Regel lautet, in dem Sprint Review wird nur gezeigt, was dann ist. Dinge, die wir in diesem Sprint nicht auf dann bekommen haben, die werden im Sprint Review eben auch nicht gezeigt. Wie gehen wir mit diesem anderen Work um? Was man so häufig hat, sind dann solche Strukturen. Ich habe hier ein PBI, da habe ich drei Tasks drunter. Zwei der Tasks sind bereits erledigt, ein Task ist noch offen. Was wir jetzt tun, dieses PBI und dieser Task werden dem Backlog wieder zugeordnet, also in der Iteration. Und diese beiden Tasks, die bleiben in der Iteration, in der wir sie tatsächlich auch erledigt haben. Und dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass dieses PBI samt diesem Task in den nächsten Sprint gebracht wird. Und das Team überlegt sich jetzt, okay, haben wir das dann tatsächlich erledigt, wenn wir den Task C bearbeitet haben? Müssen wir vielleicht zusätzliche Tasks einplanen? Passt die Zeit, die wir geschätzt haben, auf diesem Task? Und dann wird eben dieses PBI in dem nächsten Sprint abgearbeitet. Das ist also die Vorgehensweise, wie man das Ganze hier machen kann. Wir nutzen an der Stelle Excel, um dieses Verschieben zu machen. Das ist im Moment für uns noch das Effizienteste. Da kann ich einfach einen Filter machen und kann sagen, alles, was hier auf dann ist, schiebe in die Situation, beziehungsweise was an dann ist, schiebe in das Backlog. Das geht damit also sehr einfach. Wir nutzen bei den Sprint Reviews auch das Lab Management. Das heißt, die Demos, die wir machen während des Sprint Reviews, erfolgen nicht per Remote Desktop Zugriff von einer Entwicklermaschine, sondern aus so einer virtualisierten Testumgebung, die eben möglichst nah an der Zielplattform ist, in der nachher unsere Software auch laufen soll. Weil auf dem Entwicklerrechner läuft natürlich immer alles. Und wir können nach dem Sprint Review hier noch ein Feature nutzen, das der TFS mitbringt. Wir können den Feedback Client nutzen, um Personen, die nicht beim Sprint Review anwesend waren und die Funktionalität gesehen haben, zu bitten, uns Feedback zu geben. Das heißt, ich kann als Team hierher gehen und kann sagen, Request Feedback. Ups. Ah, ich habe keine E-Mail-Notifications, genau. Wir machen das dann kurz anders. Ich kann den Feedback-Client auch selber starten und kann dann sogenanntes freiwilliges Feedback geben, also Voluntary Feedback. Es gibt also die zwei Wege. Entweder ich fordere als Team das Feedback an, dann schicke ich über den TFS eine E-Mail und in der E-Mail ist dann ein Link drin und dann kann derjenige dann draufklicken und kommt dann direkt in diesen Feedback-Client raus. Oder ich starte den Feedback-Client einfach selber. Und jetzt kann ich hier mein Feedback auf verschiedene Art und Weise geben. Ich kann also sagen, ich möchte ein Screen-Recording mit Sprachaufzeichnung haben. Das heißt, der Stakeholder oder wer auch immer, der jetzt dieses Feedback geben soll, der muss da gar nicht viel tun, sondern er aktiviert diese Option und kann dann hergehen. Machen das vielleicht einfach mal schnell. Ja. Ah, ich habe kein Audio. Ich starte die Applikation, kann jetzt also hier sagen, okay, ich klicke da mal ein bisschen rum. Oh, was geht denn hier? Ich kann Schiffe machen mit Lücken. Komisch, also so habe ich das nicht gedacht. Da passt was nicht. Ich mache einen Screenshot, nehme das dazu, kann den Screenshot jetzt auch nochmal bearbeiten. Kann jetzt also hier sagen, okay, so geht es gar nicht, Jungs. Das hier. Speichere das ab. Der Screenshot wird hier aktualisiert. Kann was dazu schreiben. Kann hier noch ein Rating abgeben in Sternen und kann dann sagen Submit and Close und kann somit das Feedback zurückschicken an das Team. Das Team hat dann jetzt auf der Startseite eine entsprechende Query, also diese Kacheln, das sind ja Queries, die dort hinterlegt sind.
und kann jetzt hergehen und kann da draufklicken, kriegt jetzt eben diese entsprechenden Feedback Responses dort angezeigt und kann aus dem Feedback, das dort jetzt eingeht, beispielsweise neue Product Backlog Items anlegen und kann hergehen und sagen, okay, tatsächlich in dem Fall hat irgendjemand einen Bug gefunden. Das heißt, ich tue jetzt dann einen Bug aus diesem Feedback Response erzeugen, der geht in unser Product Backlog Item und es ist verlinkt. Oder wenn er einen neuen Funktionswunsch hat, kann ich dann hergehen und kann sagen, ich lege ein neues Product Backlog Item an, habe aber immer diese Verlinkung, sehe also, warum haben wir denn dieses Element in unserem Backlog? Ah, das ist da drauf, weil der Herr Dr. XY sich das gewünscht hat, also ist es entsprechend wichtig. Und wir nutzen also den Feedback-Client bei uns auch in den Teams. Das kommt dort auch sehr gut an. Das Schöne ist, dass der Feedback-Client lizenzfrei ist. Das heißt, ich brauche keine weiteren Lizenzen und kann damit auch von einem größeren Benutzerkreis Feedback einholen. Die kleine Hürde, die wir dort haben, ist, die Anwender, die den Feedback-Client benutzen, brauchen Zugriff auf den TFS. Das kann man entweder machen, dass ich eben sage, ich mache mein TFS für diese Benutzer verfügbar. Wenn die eh im Unternehmensnetzwerk sind, ist das meistens nicht das große Problem. Ich kann das auch über SSL-Verschlüsselung und so weiter ins Internet dann verfügbar machen. Oder was wir auch teilweise tun, ist, wir nutzen dann Visual Studio Online, um dann darauf eben dieses Feedback zu sammeln. So, wir haben dann als letzten Schritt noch die Sprint-Retrospektive. In der Sprint-Retrospektive schauen wir an, wie ist dieser Sprint gelaufen. Wir machen also eine Selbstreflexion mit dem Ziel, uns kontinuierlich zu verbessern. Wir fragen uns, was haben wir in diesem Sprint gut gemacht? Das wollen wir das nächste Mal vielleicht sogar noch ein Stück weit verstärken. Was haben wir in diesem Sprint vielleicht nicht so gut gemacht? Was lief nicht so gut? Was wollen wir im nächsten Sprint vielleicht tatsächlich auch ändern? Punkt 1. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also ich hatte tatsächlich ein Team, die haben 3 Wochen Sprints gemacht und die haben nach der Sprint-Retrospektive, die haben das also mit so Zetteln gemacht, wo jeder aufschreiben konnte im Vorfeld, was er gern geändert haben will. Die haben am Ende des Sprints 45 Dinge, die sie anders machen wollen. In 3 Wochen 45 Dinge verändern. Es war klar, in der nächsten Retrospektive hat man festgestellt, dass von den 45 Dingen kein einziges erledigt wurde, weil eigentlich keiner überhaupt geglaubt hat, dass es lohnt, da anzufangen. Also nehmen Sie wenige Dinge, die Sie sich vornehmen und versuchen Sie, die konsequent dann auch umzusetzen. 2, 3 Punkte sollen dort rauskommen maximal. Und das Zweite ist, gerade bei Teams in Deutschland beobachtet man, dass die Sektion, was war schlecht in diesem Sprint, deutlich länger ist als das, was war gut. Also die Sprint-Retrospektive ist auch durchaus mal eine Gelegenheit, sich selber auf die Schulter zu klopfen und sich zu loben und zu sagen, hey, es war richtig gut, da haben wir richtig gut performt, das Ergebnis ist, Qualität passt. Super. Machen wir leider viel zu wenig. So, was bietet der TFS uns für Sprint-Retrospektiven? Sie haben hiermit das Demo gesehen. Es gibt leider keine Funktionalität. Es gibt eine klitzekleine, die man dort vielleicht verwenden kann. Ich kann Impediments im TFS verwalten. Das ist aber eigentlich schon alles, was wir für die Sprint-Retrospektive dort mitbekommen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf 2 Aspekte eingehen. Das eine ist Multi-Team-Management. Wir können mit dem TFS jetzt, wenn wir ein großes Projekt haben, an dem wir mit mehreren Teams arbeiten, ein Master-Backlog anlegen. Das heißt, dort sammle ich alle Anforderungen für dieses Produkt und kann die Anforderungen dann nach dem Gießkannenprinzip gleichmäßig auf mehrere Teams verteilen. Und kann dann eben auch hier an dem Master-Backlog wieder sehen, wie sieht der Gesamtzustand meines Backlogs aus, meines Produktes. Und jedes Team hat aber hier für sich den isolierten Blick und plant quasi sein eigenes Backlog. Das Ganze
unterstützt der TFS ja dann auch noch in anderen Bereichen, beispielsweise in der Version Control brauchen wir dann auch Konzepte wie beispielsweise Branching. Das heißt, dort geht man typischerweise her und macht pro Team einen Branch, sodass das Team in diesem Sprint isoliert, unbeeinflusst von den anderen Teams arbeiten kann und die Ergebnisse dann in die Mainline mergt. Spannend wird die Frage, wann findet diese Merge in die Mainline statt? Sind die Teams synchronisiert? Fangen die quasi alle am gleichen Tag mit ihrem Sprint an und endet der am gleichen Tag oder arbeiten die versetzt? Wer ist dafür zuständig, wenn der Build auf der Mainline fehlschlägt? Wer fixt diesen Build? Das sind also Aspekte, da brauche ich entsprechende Strategien. Aber das kriegt man in der Praxis dann normalerweise recht gut hin, wenn man sich ein paar Sachen überlegt. Das andere Extrem ist, dass ich habe sehr kleine Projekte und viele sagen zu mir, ja, für uns lohnt sich das nicht, mit Scrum zu arbeiten. Wir haben 4 Entwickler und jeder hat da sein Projekt. Das Problem ist halt, ich bin dann natürlich von den einzelnen Personen extrem abhängig. Und jetzt nicht nur, dass der gegen einen Baum fährt und keiner weiß Bescheid und kann das Projekt mehr weiter pflegen, sondern auch in der Richtung, dass ich sage, das Ergebnis in diesem Projekt wird immer nur so gut sein, wie der Entwickler, der dahinter hängt. Und jetzt gibt es eben nicht nur gute und schlechte Entwickler, sondern es gibt Entwickler, die haben Stärken und Schwächen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der beste Weg ist, effizient in so einem Szenario Software zu entwickeln, im Team zu arbeiten und die Stärken zu kombinieren und die Schwächen der Einzelnen zu kompensieren. Dass eben der eine Entwickler, der ist technologisch absolute Crack, aber vielleicht ist er halt nicht der maximal gewissenhafteste. Und ja, manche Dinge muss man halt hinterher nochmal nacharbeiten. Aber natürlich glaube ich, dass der ein guter Entwickler ist, weil er technologisch fit ist. Warum nicht den mit jemandem zusammenbringen, der jetzt vielleicht technologisch gar nicht so fit ist, aber der eher ein Händchen dafür hat, genau an die Stellen zu klicken, wo es kracht? Und warum nicht die zusammen in einem Team arbeiten lassen? Und dann sollen sie nicht jeder für sich isoliert ein Projekt machen, sondern sie sollen gemeinsam zusammen beide Projekte bearbeiten. Und genau das können wir hier tun. Wir haben also pro Produkt jetzt einen Backlog, wo Fehler, Neuanforderungen etc. reinkommen. Die verwalte ich jetzt in einem gemeinsamen Backlog, wo ich jetzt auch die Anforderungen der unterschiedlichen Produkte gegeneinander priorisieren kann. Ich kann also sagen, das Team soll jetzt zunächst mal an dem Produkt A 2 Dinge tun, dann sollen sie bitte im Produkt B diesen Bug fixen und dann hätte ich gerne als nächstes im Produkt C dieses neue Feature dort drin. Und das ist also ein Modus, den der TFS gut unterstützt und den wir bei uns auch in den Teams erfolgreich einsetzen. Dann vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag hier auf der BASTA und viel Spaß beim Anwenden des neuen Wissens.